Neun Personen aus dem Umfeld der Anstifter starteten am 3. August 2014 zu einem Arbeitseinsatz in St. Anna d'Istazema. Sechs Tage hatten wir eingeplant zur Vorbereitung der Feierlichkeiten. Die Arbeiten beschränkten sich weitestgehend auf die direkte Nachbarschaft des Ossarios, des Beinhauses, in dem die sterblichen Überreste der Opfer des Massakers beigesetzt sind. Wir schnitten Pflanzen zurück, sammelten massig Abfälle aus dem Gelände, machten Heu und jäteten Unkraut. Alles nach den Vorstellungen der Assoziation, des Verbandes der Überlebenden und der Hinterbliebenen der Opfer des 12. August 1944. Enrico Pieri, Überlebender und Vorsitzender des Verbandes, unterstützte uns dabei nach Kräften. Die ganze Wand scheint sich zu bewegen, vor lauter Ameisen. Am Ossario selbst begegneten wir immer wieder Überlebenden oder Angehörigen von Opfern und waren wirklich überwältigt von der Herzlichkeit und Offenheit dieser Begegnungen. Wir hoffen, mit unserer Reise und unserer Arbeit vor Ort einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet zu haben. Oder? 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 O